Ja, herzlich willkommen bei Bod Pilgrim, dem ersten Kapitel. Ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, um was es in dem Spiel geht. Ich habe das damals mit einer großen Sammlung gekauft bei Steam, ich glaube mit 270 Spielen zusammen, mal eine Großaktion gemacht und möchte euch mit euch jetzt nach und nach mal die ganzen Spiele antesten, probieren, gucken, ob sie spielbar sind, weil bei vielen Spielen stand auch dabei, ziemlich verbuggt oder es geht einfach nicht. Bevor ihr natürlich das Spiel jetzt für Geld kauft, nutzt die Chance, zockt sie mit mir an, guckt sie euch an. Wenn sie euch gefallen, könnt ihr sie natürlich kaufen. Ich werde jedes einzelne Spiel auch verlinken, dass ihr recht schnell auch darauf zugreifen könnt und es euch holen könnt. Und es euch nicht gefällt, dann ist es auch okay. Dann habe ich wenigstens eine Kaufentscheidung gegeben. Ansonsten, wenn ihr Wünsche habt, welche Spiele ihr gerne mal testen lassen wollt, bevor ihr Geld ausgibt, oder mich einfach mal scheitern sehen wollt in irgendwelchen schweren Spielen, etc. Schreibt mir einfach in die Kommentare, gebt mir Vorschläge, was ihr gerne mal sehen wollt für Spiele, welche euch interessieren. Und vielleicht finden wir zusammen eine Möglichkeit, die ganzen Sachen mal zu testen, zu probieren, zu zocken. Ja, in dem Sinn würde ich sagen, fangen wir jetzt erstmal an mit dem ersten Kapitel und schauen einfach mal, was uns erwartet. Also viel Spaß! So, ich bin jetzt also gerade mit dem Auto hier angekommen. Grafik sieht doch ganz in Ordnung aus. Allerdings, wie gesagt, ich weiß nicht, um was es hier geht. Ich weiß nicht, was meine Aufgaben sind. Es gab leider auch kein Intro. Von dem her lassen wir uns einfach mal überraschen, was hier I passiert. like to go Oh. for long walks. Ich Walks gehe that gern länger cleanse the spazieren. lungs and Wanderung, cleanse the die Lunge spirit. reinigen und die den Geist This walk, befreien. though, has Dieser particular Spaziergang meaning, hat jedoch eine and besondere it's a Bedeutung für mich. pilgrimage Er ist every eine year at this Pilgerreise, time. die ich jedes Jahr um diese Zeit mache. Okay. Also ist es jetzt ein Pilgerspiel oder wie oder was? Naja, wir schauen mal. Also die Grafik finde ich schon mal gar nicht mal übel. Vor allem auch die Lichtverhältnisse. Auch keine fliegenden Bäume, also keine schwerwiegenden Bugs zu sehen, finde ich schon mal nicht schlecht. Okay, läuft ein bisschen wie ein Bauer, aber in Ordnung. Nö, die Grafik ist eigentlich ganz in Ordnung, kann ich echt nicht sagen. Habt ihr auch auf der höchsten Auflösung? Muss ich sagen, gefällt mir. Und wir laufen, laufen, laufen. Die Frage ist, wohin? Und es geht abwärts. Wo geht's weiter? Ah, das zu. Also hier. Was macht man hier allein mitten im Gebirge? Ohne komische Pilgerreise. Für was auch immer. Wo geht die Reise denn hin? Gut, das erste Level hieß irgendwas mit Wasserfällen. Also vermute ich mal, werden es irgendwo Richtung Wasser laufen. Mal schauen. I can remember Boah, every was? detail of my Ich erinnere wife's mich noch ganz appearance, genau an, wie even meine though Frau she's been aussah, gone auch for wenn sie schon nearly fast 10 10 Jahre tot years. ist. Ich I weiß remember noch, wie how es ihre her Wangenknochen cheekbones hob, wenn sie were, eyes lächelte. when she Weiß smiled. noch, wie I remember rahmschwarzes how Haar ihren Rücken long wavy herunterfloss, black wie ein hair glänzender flowed Wasserfall. down her back Ebenso like erinnere ich a mich, wie sie shining ohne Haar aussah. water. I Oh. also remember how Ohne she Haar. looked without her Okay. hair. Wahrscheinlich hatte seine gute Frau zum Schluss Krebs. Das ist natürlich nicht so schön.
Da sind Sie über diesen Weg immer spazieren gegangen oder irgendwas oder gewandert zusammen? Sozusagen ein Gedächtnis schreiten. Oh, eine Brücke. Ist schon mal gut. Vielleicht treffen wir hier auch irgendwo Menschen. Vielleicht haben wir ja Glück. Ah, eine Hütte. Sehr gut. Vielleicht gibt es da ja einen Kaffee. Oder was zu essen. Oh. Schafft er nicht. Okay. Also schon mal kein Kletterer. Dann ebenso. Hui. Was leuchtet denn da? Ist da jemand drin? Na, geh. Was ist das? Ein Ei? Eine Frucht? Okay, eine Lichtquelle. Ich nehme es mit. Was ist das? Kotzeimer. Von mir aus. Och, ein Autoreifen. Natürlich. Hier gibt es nichts, aber Autoreifen. Okay. Naja. Dann mal ab über die Brücke. Na. Hauptsächlich bricht nie ein. Ne, sie hält. Na dann. So ein großer Wald und keine Pilze. Oh, da unten Hütten. Na, vielleicht ist da jemand für uns. Sieht schon sehr verlassen aus. Gehen wir erstmal hoch und zum Gucken. Na, geh schon. Okay. Er mag also keine Leitern. Naja. Vielleicht hat er ja Höhenangst. Man weiß es nicht. Baden. Nö, brauch nicht. Ach, der will auch gar nichts. Öffnen? Nee. Okay. Keine Betten. Komische Hütte. Entschuldigung. Vielleicht ist ja hier jemand drin. Okay, hier komme ich gar nicht rein. Na dann. Oh, was ist das? Ich habe keinerlei Waffen, also greif mich nicht an. Oh, der Wasserfall. Ist es etwa schon der, in dem es geht? Sind wir schon am Ziel des ersten Kapitels? Reiß mich nie um. Ein Wasserfall. Ist auch nicht schlecht, so aus wie ein Kopf. Der spuckt oder kotzt. Keiner weiß es. Aber es hat was. Ein bisschen großes Maul. Geht's hier weiter? Nee, ist zu. Was? Sie wäre immer noch schön. Sie konnte immer noch lächeln. Aber
nicht mehr so oft wie sonst. Die Krankheit kam und ging recht schnell, aber als sie ging, nahm sie sich mit sich. Ich war zu dieser Zeit erst 31 Jahre alt, sie 33. Unsere Tochter Emily war gerade erst 6 geworden. Oh, das ist natürlich schlimm fürs Kind, wenn die Mama so zeitig stirbt. Das ist echt nicht schön. Aber da frage ich mich, warum das nimmt das nicht mich auf die Reise? Hätte nicht allein hier rumgelaufen brauchen. Aber es ist schon mal schön. Es gibt keinerlei Bugs momentan. Es läuft fließend. Gut, er läuft ziemlich langsam, aber gut. Er will ja wandern. Eine Hütte und wie ich das sehe. Och nö, was ist das? Schon wieder so ein Ei oder Frucht? Whatever. Wer weiß, für was man es braucht. Also nehme es mit. Da, noch mehr Hütten. Oh nee, noch mehr Schweine. So eine Schweinerei hier. So eine Sauerei. Kann ich euch nie mitnehmen? Essen. 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 Los, los, ab. Obwohl, ich glaube, ich brauche ja kein Essen. Habe ich auch nirgendwo eine Anzeige, dass er jetzt irgendwie Nahrung bräuchte oder trinken oder Schlaf oder irgendwas. Schon sehr eigenartig. Ach, klar, hier liegt Reifen Nummer 2. Oh, geht's jetzt mal rein? Nee. Okay. Gab's hier noch irgendwas? Braucht jemand einen Reifen? Ach, in den Leiter geht er bestimmt wieder nicht hoch. Sehr, sehr spooky die Gegend. Und wenn er nicht gestorben ist, so läuft er noch heute. So kann man sich übrigens auch sonntags die Familienspaziergänge sparen. Man kann sagen, man war schon spazieren. Was? Es ist schwer genug für einen Elternteil, ein Kind allein aufzuziehen. Doppelt so schwer, wenn das Kind vom anderen Geschlecht ist. Und genau das war das Dilemma, dem ich mich wiederfand, als Cassandra starb. Ja gut, Mädchen aufzuziehen, kann ich mir schon ein bisschen kompliziert vorstellen. Ich glaube, da sind wir Jungs auch leichter gestrickt. Aber es ist nur eine Vermutung meinerseits. Wie gesagt, ich habe kein Mädchen. Ihr könnt mir ja gerne eure Erfahrungen mit in die Kommentare schreiben. Würde ich mich schon freuen. So, geht's hier in die Höhle? Nein. Der Baum gibt doch bald von der Brüstung dort aus dem Felsen. Der hält sich garantiert nicht mehr lange. Jedenfalls taten die Großeltern beiderseits ihr Bestes, um mir zu helfen. Aber mein Stolz verlangte von mir, ihnen nicht so viel abzuverlangen. Ich musste allen beweisen, nicht zuletzt mir selbst, dass ich es schaffen kann.
Ich hatte keine Lust, der immer nur abwesend Vater zu sein, wie mein eigener, und bemühte mich, mich so viel möglich um meine Tochter zu kümmern, so unmittelbar wie es nur möglich. Ich will nicht abstreiten, dass der seltsame Drang mir in diesen frühen Abschnitt gelegen kam, aber das würde noch zu einem Problem werden. Was für ein Drang? Sehr, sehr spooky. Was er da wohl getrunken hat. Ja, eine sehr, sehr, sehr verlassene Gegend. Vielleicht nur, dass irgendwelche Zombies im Eck Stiefel kommen. Immer noch kein Wasser in Sicht. Ist auch kein Rauschen zu hören. Als wenn es noch einmal durch den Wald schlagen müssen, wie es scheint. Oh. Eine erste Entscheidung. Links oder rechts? Ich gehe erstmal links. Ich vermute mal, so wie das Spiel bis jetzt aufgebaut ist, wird es wohl auf einer von beiden Wegen wird es wohl eine Sackgasse sein. Ich glaube nicht, dass sie jetzt anfangen mit Labyrinthen hier rumzuhantieren. Aber man weiß es nicht. Okay, hier ist zu. Aber so ein Leuchtteil, was immer es sein mag. Wir stecken es ein. Also doch wieder ab in den Wald. Echt überhaupt niemand hier in der Gegend zu sehen. Wahnsinn. Doch, ein Schwein. Zwei. Aber ansonsten nichts. Keine Rehe. Hasen. Nur Schweine. Echt ein schweinisches Spiel. Schwein am Spieß. Renn doch nicht weg von mir. Ich tu dir doch nichts. Mich würde es ja nicht wundern, wenn es gleich noch irgendwelche Schreckszenen kommen. Ich traue diesem Spiel so einiges zu. Wieder ein Haus. Oh, mit Boot. Vielleicht können wir hier Boot fahren. Wäre ja nicht verkehrt. Ich meine, da geht es ja auch weiter. Ob ich hier runterspringen? Obwohl, drüben ist ein Steg. Ich gehe da drüben lang.
Na. Oder? Irgendwo muss da drüben hingehen. Wie es aussieht. Jetzt müsste schon mal der Wasserfall. Aber wie komme ich da hin? Much greater challenges in the early days Am Anfang war gerade die Herausforderung die größten, von der anderen Leute dachten, sie wären die einfachsten. Für die Sicherheit meiner Tochter zu sorgen, wenn sie öffentliche Toilette benutzt, dass sie sich in der Badewanne gründlich wäscht. Pflichten, die sonst eher dem weiblichen Elternteil zukommen, denen da ist. Emily war natürlich noch recht jung zu dieser Zeit, aber schon alt genug, dass es ja sehr unangenehm war, dass ihr Vater sich bei den privaten Momenten kontrollierte. Die Anwesenheit einer Frau hätte unbestritten einiges von dem genommen, was plötzlich auf unsere beiden Leben lastete. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich glaube, es wäre für mich auch nicht angenehm gewesen, wenn ich mich dort beim Waschen meiner Mutter dabei wäre. Nee, das muss nicht sein. So, komme ich jetzt hier runter? Ich glaube, da drüben ist noch wirklich ein Weg. Dann gehe ich da lang. Oh, da ist ja auch noch ein Wasserfall. Ich habe mir das Ziel schon erreicht für jetzt. Für das erste Kapitel. Denn es hieß ja irgendwas mit kristallenen Wasserfällen. Das war ja schon der dritte. Vielleicht sind die Hütten schon mein Ziel. Vielleicht will er hier übernachten. Mal gucken. Ja, hier ist so ein Leuchtteil. Naja, nehmen wir es wieder mit. Oh, gibt es hier noch mehr? Nein. Na gut, wir haben ja noch behalten. Hier. Stühle. Macht er Rast? Will sich hinsetzen? Nein. Er springt lieber auf den Stühlen rum. Okay. Ha! Oh, na toll, Plumpsklo. Will er nicht benutzen? Na dann. Hätte ich wahrscheinlich auch nicht, zumindest nicht für größere Geschäfte. Ich glaube nicht so prickelnd. Gibt es hier noch irgendwas drin? Nee, leer. Also geht es doch noch weiter. Na gut. Dann gehen wir halt weiter. Wo geht's da lang? Ach, das zu. Okay. Ja, ist ja schon mal nicht schlecht, dass man sich nicht verirren kann. Ist ja gar nicht mal verkehrt.
Es ist nicht so, dass ich nach Cassandras Ableben keine Frau mehr treffen wollte. Ich hatte mich auch mal verabredet, aber nun ja, zwischen meiner Lehrtätigkeit und meinen Pflichten als alleinerziehender Vater war es schwer, nicht nur Zeit dafür zu finden, noch jemand, der abends das Babysitten übernahm, ohne schon wieder die Großeltern um Eingefallen zu bitten. Vor allem aber war es unmöglich, jemanden zu finden, der die gähnende Leere füllen konnte, die Cassandra hinterließ. Ja, dann war es wirklich die große Liebe. Die füllt dann keiner so schnell. Das kann ich wirklich sehr gut nachvollziehen inzwischen. Denn ich habe sie zum Glück auch gefunden. Ich hoffe, ihr auch. Oder ihr werdet sie finden, bin ich überzeugt. Und wieder eine Hütte. Doch, der Mist sieht aus, das Licht sieht ja aus wie Giftgas oder irgendwas. Hauptsache, ich habe mein Boot auf dem Dach. Ganz wichtig in dieser Gegend. Okay, na gut, jeder hat so seine Vorlieben. Warum nicht? Oh, ich sehe schon, es gibt hier auch nichts. Na, dann gehen wir mal zum Boot. Können wir es vielleicht mitnehmen? Für eine Bootstour? Nein. Oh, okay. Springen macht ihm also nichts aus. Na dann, ab in die Hütte. Oh, was ist das? Radio? Oh, keine Batterien. Ja. Ah, guck mal. Ich glaub's nicht. Das war jetzt wirklich einfach. Ich wollte nie, dass du allein bist, Süßer. Du hättest meine Sorgen und meinen Segen gehabt, wenn du eine andere gefunden hättest. Ich hätte mir nur gewünscht, dass sie Emily eine gute Mutter wäre. Ein Radio aus dem Geisterreich. Was es nicht hier alles gibt. Oh. Na, jetzt geht's aber los, ja. Jetzt wird's spooky. Wo ist er denn hin? Na, wo bist du? Das Licht wird auch irgendwie erst sehr ulkig. Oh, was nun? Hallo? Ha. Zwischenspiel 1, Rendezvous. Okay, meine lieben Freunde, dann würde ich natürlich sagen,
das Zwischenspiel Rendezvous. Das gucken wir uns morgen zusammen an. Dann mache ich jetzt erstmal Schluss an dieser Stelle. Wünsche euch eine tolle Zeit. Habt ein paar schöne gute Stunden. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen wieder sehen würden beim Zwischenspiel. Also beim Zwischenlevel besser gesagt. Ihr könnt, wie gesagt, mir gerne kommentieren, wenn ich irgendwas besser machen kann, was euch besser gefällt oder anders machen kann. Ich bin für jeden Ratschlag, für jede Idee immer dankbar. Ich natürlich würde mich auch freuen, würde mich abonnieren. Wie gesagt, es kommen noch ungefähr 300 Spiele, die ich vorstellen werde. Es sind natürlich sehr bekannte dabei, ein paar Klassiker, aber auch viele unbekannte Sachen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Also, bis später. Tschüss.